Hallo Stefan, danke, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast. Wir befinden uns jetzt gerade in Berlin und ich kenne dich ja als spiritueller Mensch schon seit Jahren und du hattest heute eine Gerichtsverhandlung gehabt hier in Berlin, Amtsgericht Tiergarten. Kannst du bitte erzählen, was dir vorgeworfen wurde, um was es überhaupt ging? Ja, sehr gerne. Also es war so, dass am 1.8.2020 war die große Demonstration mit dem Titel Tag der Freiheit, wo wir ja zum ersten Mal in dem ganz großen Stil eben es geschafft haben, die Menschen auf die Straße zu bringen und wo auch zum ersten Mal alle einheitlich die Maske weglassen haben, die Abstände nicht mehr eingehalten haben und es wieder ein Stück Normalität Einzug gehalten hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da kam dann nach einigen Stunden die Polizei, um die Demonstration an der Bühne aufzulösen. Wir hatten das zuvor schon gelesen in der Zeitung, also in der Internetteile von Spiegel und wie sie alle heißen, dass die Demo ja abgesagt wäre. Und wir haben gesagt, was, wieso ist die abgesagt? Wir sind doch noch hier. Also das war dann noch so ein bisschen witzig, aber dann kamen die dann doch irgendwann und haben diese Demonstration eben abgebrochen. Und da hat der durchsagende Polizist, der Herr Malitzki, hat die Demo beendet, hat das Mikrofon von uns genommen, von unserer Anlage, die ja über die ganze Gegend praktisch aufgebaut war. Wir hatten ja laut Polizeiaussagen 1,3 Millionen Menschen in Berlin versammelt. Ich war ja der Pressesprecher zu dem Zeitpunkt und habe den direkten Kontakt zu der Polizei auch gesucht und habe gefragt, wie viele Leute sind heute da? Und dann hat die Polizei mir gesagt, 1,3 Millionen. Wow. Ja, und das war so ein bisschen diese Zahl, die dann rumgegeistert ist. Das war auch gerade erst geschehen. Also ich wusste die Information ungefähr eine halbe Stunde. Und dann sind die da angekommen und haben die Demo untersagt. Und dann habe ich in dem Moment, wo die Durchsage gestartet hat, dem Polizisten, das ist ja eine recht bekannte, legendäre Demoszene, habe ich ihm gesagt, er soll bitte das Richtige tun und in sein Herz gehe und wenn er jetzt das Richtige tut, dann wird er als Held in die Geschichte eingehen. Und es war so ein Moment, wo die Menschen gefühlt haben, das, was ich da sage, dass das bei ihm ankommt und dass er das so fühlt, wobei er jetzt vor Gericht hat das anders auch dargestellt, aber in dem Video kommt es ein bisschen so rüber, dass man meint, oh, in seinem Blick sieht man das, dass er wirklich nachdenkt, was er macht. Und ich muss von meiner Seite sagen, ich gehe schon sehr stark davon aus, dass das einer der entscheidenden Momente in Bewegung waren. Und es war ein Moment, wo er sich alles ändern könnte. So entscheidend war dieser Moment. Ja, wenn man das glaubt, dass er dran denkt, was ich sage, ja, und dann entsteht der Eindruck. Jetzt vor Gericht war das einer der interessanten Punkte. Und er selber sagte, dass es für ihn eine humoristische, ironische Ansage war. Ja, er hat es auch gar nicht, es gab ja mehrere Verhandlungen. Ich wurde ja deswegen schon mal zu 14 Monaten verurteilt. Ohne Bewährung? Okay. Ja, allerdings wurde mir gleich mitgeteilt, dass andere Sachen gegen mich vorliegen und dass dann das aktiviert wird. Also es war dann gleich so eine Drohung. Und ich wurde dann auch sofort verhaftet, ja, wegen einer anderen Sache, wo man mir nicht gesagt hat, warum. Und das war eigentlich nur eine Adressfeststellung. Letztendlich, weil ich in Deutschland eben jetzt seit langer Zeit nicht mehr einen Wohnsitz habe. Ich lebe ja in Mexiko hauptsächlich. Und dann konnten die mir nichts zustellen. Und aufgrund dessen, dass sie nichts zustellen konnten, kam ein Haftbefehl zustande. Da hat auch ein bisschen längere Geschichte. Aber jedenfalls deswegen wurde ich dann inhaftiert, aber ohne zu sagen, warum. Ja, und das war bei der ersten Verhandlung, die zunächst nicht einmal zugelassen werden wollte, weil auch die Richterin es als Scherzansage gewertet hat. Und dann wurde ich eben verurteilt und zack, verhaftet. Und nach 5 Minuten nach der Verurteilsverkündung war ich in der Zelle. Ja, wow. Also direkt, da geht es im Keller. Was hat das mit dir gemacht? Kannst du ein bisschen uns da abholen? Ja, das, was es mit mir gemacht hat, da war eigentlich hauptsächlich der Umstand, dass ich gar nicht wusste, was mir vorgeworfen wird. Und da war nämlich dann in dem Moment überhaupt nicht klar, dass ich dann nach dem Tag wieder rauskomme, was
mir klar gewesen wäre, hätte ich das durchgelesen, dann wäre ich gar nicht reingekommen, weil es stand im Haftbefehl drin, entweder ich muss eine Adresse angeben oder 1000 Euro bezahlen. Und ich hatte 1000 Euro in der Tasche, weil ich immer mit Bargeld bezahle und niemals Kreditkarte oder sowas verwende. Habe ich eben immer dann, wenn ich so lange Reise mache, habe ich genug Geld dabei. Und ich hätte es gehabt, ich hätte 1000 Euro auf den Tisch legen können und dann wäre der Fall erledigt gewesen. Aber die haben dich gar nicht in Kenntnis gesetzt, weswegen du überhaupt verhaftet wurdest, sozusagen, ne, sinngemäß. Ja, und dann war ich eben zack in der Zelle, bin dann fleißig durch Berlin kutschiert worden, sodass ich nie auffindbar war. Ja, ich bin in die Gefangenenstelle gekommen, war unterwegs in dem Gefangenentransport. Und dann, sobald dann das sich wieder eingefangen hätte, dass ich, mein Anwalt wusste, wo ich bin, bin ich wieder auf Tour geschickt worden. Und zwar so, dass ich erst ankomme, wenn der Haftrichter schon im Feierabend ist. Und das war halt praktisch ein fieses Spielchen, sodass ich dann auf jeden Fall über Nacht in der Zelle bleibe. Und erst am späten Abend habe ich dann erfahren, was überhaupt vorliegt. Ich habe darauf bestanden, ich möchte jetzt mal wissen, was ihr mir überhaupt vorwerft. Ja. Und dann haben sie mir dann den Zettel gebracht und dann ich gesagt, ja toll, und deswegen sitze ich jetzt hier. Ja. Ja, und dann, hätten wir sofort klären können. Dann, ich habe 1000 Euro dabei, das musste ich aber abgeben. Ja. Das habe ich dann, wenn man dann ankommt, dann muss man seine ganze Habseligkeit dann abgeben. Und dann gesagt, ich habe 1000 Euro dabei, ja, aber das ist ja jetzt da abgegeben. Und dann ging es wieder nicht. Ja. Also, sonst wäre ich mich selber kurz freigekauft, aber nee, das war extra so aufgebauscht, dass ich eben das Schlimmstmögliche erleben kann. Aus deren ihrer Sicht. Und dann habe ich diese Erfahrung eben auch mal mitgenommen. Und ja, das war eben der Ausgang eigentlich von dem letzten Verfahren. Und da sagte mir, hat zum Protokoll gegeben auch der Polizist Malitzki, dass er gar nicht gehört hat, was ich gesagt habe und nichts davon bei ihm angekommen ist. Und heute hat er es dann in seiner Zeugaussage zwar als humoristisch und als ironisch bezeichnet, was auch für mich eigentlich gut war. Und dann möchte ich auch nochmal danken, dass er da so ehrlich war, das so zu sagen, weil das hat dann schon das ein bisschen beeinflusst auch. Und sind wir dann nach der letzten Verhandlung wieder vors Kammergericht gegangen, was riskant war. Normalerweise geht man in eine Berufung, aber da ist man dann schon einen Schritt weiter gegangen. Und ich habe jetzt heute erfahren, dass es eigentlich relativ oft schief geht und man eigentlich nur 5%ige Chance hat, dass es überhaupt dann was wird. Also habe ich großes Glück gehabt und mein Anwalt letztendlich auch, dass das so geklappt hat. Und war aber dann im Endeffekt perfekt, weil dann das Kammergericht entschieden hat, nee, das gefällt uns nicht, das Urteil, da stimmt was nicht. Es ist viel zu schlecht begründet und es muss nochmal neu verhandelt werden. Und zu dieser heutigen Verhandlung sind wir eben angetreten. Du bist extra angereist, habe ich richtig verstanden. Extra angereist. Also jetzt bin ich zwar schon in Deutschland gewesen, aber beim letzten Mal bin ich wirklich extra von Mexiko angereist, nur für die Verhandlung. Und jetzt wusste ich ja, dass die Verhandlung ansteht. Ich bin zwar schon länger da, aber das ist jetzt auch ein großer Grund, warum ich überhaupt da bin. Ja. Also es ist ein erheblicher Aufwand in meinem Leben. Ja. Und ja, jetzt wurde das halt heute nochmal aufgerollt. Und ich bin jetzt aber anders angetreten. Wir wissen jetzt mittlerweile, dank der RKI-Protokolle, dass wir Recht hatten. Ja, dass das politisch motiviert war, dass es gelogen war, dass diese medizinischen Maßnahmen wie Maske und Abstand überhaupt gar keine Relevanz hatten. Und darum ging ja auch die Demo-Auflösung. Ja, also ging es ja darum, weil die Abstände nicht eingehalten werden und die Masken nicht getragen werden. Wir wissen heute, dass es eine glatte Lüge war von der Politik mit zusammen mit dem RKI. Ja. So, und das habe ich heute dann auch gesagt. Ich habe gesagt, ich komme hierher nicht als Angeklagter, sondern ich komme hierher, weil ich von euch gewürdigt werden will. Ich möchte hier von diesem Gericht einen Dank hören, für das, dass ich aufgestanden bin, für die Menschen, dass ich die Wahrheit ausgesprochen habe. Oh, du hast den Spieß umgedreht sozusagen. Genau, ich habe denen ganz klar gesagt, dass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Und ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, ich bin hier, um gewürdigt zu werden. Und es war ein spannender Moment dann. Ja. Auch wie das dann so abgelaufen ist, so im Gericht. Die haben mich dann schon angeschaut, wie Außerirdische so irgendwie. Aber RKI-Protokolle, haben die schon was gehört? Oder haben sie so getan, als ob
die nichts wüssten. Ich nehme an, dass sie da schon Bescheid wissen, aber was dann zum Schluss die Richterin gesagt hat, dass es darum ja gar nicht gegangen wäre. Es ging ja nur um den Fall und hat es dann nochmal genauer beschrieben, was jetzt ihre Begründung ist. Warum ich, das kann ich jetzt aber sagen, warum ich freigesprochen wurde. Also ich wurde dann tatsächlich aus meiner Sicht gewürdigt und es wurde gedankt sozusagen. Und ich wurde freigesprochen. Da muss man gespannt sein, ob das jetzt nochmal in Berufung geht, was ich nicht glaube, weil jetzt steht es mittlerweile 3-1 für mich. Ja, erst wurde es nicht zugelassen, dann wurde ich verurteilt, dann hat das Kammergericht gesagt, nee, so geht's nicht. Und heute Freispruch 3-1. Die Anwälte meinten, ist eher 1-0 für mich jetzt, aber egal, ich denke mal, das kann man nicht mehr begründen, jetzt nochmal mich da hierher zu zitieren. Und nochmal die Frage, wie lange ist das her? Also wie lange geht diese ganze Geschichte? Ich meine, naja, es sind jetzt über 4 Jahre. Mit sowas muss man sich beschäftigen, ob es nichts anderes gäbe. Also das ist wirklich, und ich frage mich persönlich, wieso ermittelt man nicht wegen RKI-Protokolle und vielen anderen Sachen? Das ist berechtigte Frage. Stattdessen verfolgt man dich und versucht einzuschüchtern durch Inhaftierung und. Ne? Also das ist schon eine Nummer. Ja, also letztendlich ging es ziemlich sicher darum, mich einzuschüchtern und zu bremsen. Was jetzt für mich gar nicht gegeben war. Also ich habe zwar weniger mich jetzt in dem sogenannten Corona-Widerstand jetzt da aufgehalten und war nicht mehr so aktiv, aber für mich war auch alles gesagt. Also ich habe alles, was ich sagen wollte, ein paar Mal wiederholt und es immer weiter zu betreiben, das rockt mich jetzt auch nicht so richtig. Und ich wollte einfach meine persönliche Schöpfung dann auch wieder machen. Und da gehört die Gesundheitsaufklärung dazu mit den 5 biologischen Naturgesetze. Habe ich einen Kongress mitveranstaltet und mehrmals und haben wir da auch Ärzte zu Wort kommen lassen und da kläre ich lieber dort die Menschen auf und versuche auf diesem Weg einfach das Positive in die Welt zu bringen. Ja, und jetzt hier letztendlich war der Knackpunkt, dass ich auf der Bühne eben dem Herrn Malitzki gesagt habe, als so ein Momentum war, war auch gerade alles gesagt, viele Leute haben reingequatscht und so und dann ging es eigentlich darum, dass ich gespürt habe, dass er ja, wenn er jetzt etwas macht, was aus seinem Herzen kommen würde, dann könnte er diesen Befehl wahrscheinlich nicht ausführen. Ich habe ihm keine Anweisung gegeben, was ich für richtig halte, sondern ich habe ihm nur gesagt, tu das Richtige, er hatte die freie Wahl. Also es gab keine konkrete Handlungsempfehlung von meiner Seite. Und ich habe dann eben gespürt, naja, er verliert seinen Job, wenn er jetzt den Befehl verweigert. Und dann habe ich ihm mitteilen wollen, dass halt die Erfahrung eigentlich von uns alle war, viele haben ihren Job verloren, weil sie sich nicht impfen lassen wollten und da nicht mitgemacht haben. Und es war eigentlich gang und gäbe in der gesamten Bewegung, dass lauter geschädigte Leute da waren, die erstmal vor einem finanziellen Ausstehen oder vor einem beruflichen Ausstehen oder auch gesellschaftlichen Ausstehen. Und das ist aber dann, ja, die haben sich alle gesammelt und alle haben sich gut verstanden und haben gemerkt, sie haben noch mehr Freunde als vorher und sind neue Türen aufgegangen. Und das wollte ich ihm eigentlich übermitteln. Aber in diesem Momentum, wo es auch die Enttäuschung da war, dass es eben die Demo abgesagt wird oder unterbrochen wird und dass eben unser Hochgefühl dieser Woodstock-Stimmung, sage ich immer, dieses German Woodstock, wo wir diese Liebeswelle erzeugt haben, da habe ich ihm gesagt, dass er bestimmt von jedem einen Euro bekommen würde, wenn er jetzt das Richtige macht. Und das wurde mir dann halt als Bestechung eines Polizeibeamten bei Ausübung seiner Tätigkeit im politischen Zusammenhang ausgelegt, was nicht darstellbar war. Und ja, so wurde das halt heute nochmal erörtert. Und Entschuldigung, hat jemand eine Zigarette von mir? Sorry, wir haben jetzt gerade ein Interview. Nein, ich bin auch nicht Raucher. Danke. Ja, jedenfalls hat sich das dann halt so dargestellt, dass es eigentlich der Polizist selber als Scherzansage gewertet hat, die Richterin und eigentlich nur die Staatsanwältin wahrscheinlich mit dem Auftrag verfolgen musste, mir das nochmal reinzudrücken. Aber es war letztendlich so, wie ich es gesagt habe. Ich wurde gewürdigt und bedankt in diesem Urteil. Und so gehe ich jetzt auch mit dem Gefühl nach Hause dann. Es könnte nicht besser sein, kann man so sagen. Ja. Und
mit Sicherheit möchte eine oder andere dich folgen in dem, was du machst. Wo kann man dich finden? Können wir da in der Videobeschreibung einen Link einsetzen oder genau, gibt es da eine Webseite? Es gibt mehrere Sachen. Also es gibt diese Mann im roten Shirt, den YouTube-Kanal, wo meine Demo-Tätigkeit drauf ist. Und es gibt den Kanal Mother Drum, wo meine Arbeit mit den Trommeln und die spirituelle Arbeit mehr drauf ist. Und es gibt auch noch den Earth Summit 5N, wo die 5 biologischen Naturgesetze nochmal ein eigenes Thema haben. Gibt es auch auf earthsummit5n.de. Es gibt auf Telegram den Peace Crowd Kanal. Es gibt den Kanal Together We Heal. Also viele Sachen. Ich versuche, die alle zu verlinken. Da musst du mir alles aufschreiben. Ja, schicke ich dir noch. Also mir bist du in Erinnerung geblieben, wirklich mit der Trommel in der Hand. Also ja. Das war wirklich einer der bewegenden Momente für mich persönlich. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich das allererste Mal in Stuttgart auf Demonstration war und ich einfach gemerkt habe, das ist so spirituell, das ist so toll, also so einfach menschlich irgendwie, dass es kann nicht falsch sein. Ne, und damals bin ich in Auto eingestiegen nach der Demonstration und plötzlich kommt da in Nachrichten, ja, da sind die und alles andere. Rechten, ja, Nazis, Reichsbürger. Ganz schlimm. Das war wirklich, ich dachte, ich höre nicht richtig. Ne? Ja, das war für viele Leute, also wer dann mal auf eine Demo gegangen ist, der hat genau die Erfahrung gemacht. Vor Ort ein Liebesfeld, Vereinigung der Menschen, die Mitte der Gesellschaft, und im Radio waren es dann Rechtsradikale, Reichsbürger und dann sogar im Fernsehen, da wurden die einzelnen Leute, die wir vor Ort nie gesehen haben, wurden plötzlich irgendwelche mit Reichsfahnen und so gesehen. Ja. Also eingeschleuste oder Einzelne, die vielleicht gar keine Rolle gespielt haben. Es war schon heftig und das hat aber ganz viel bewegt auch. Wer vertraut heute noch den Mainstream-Medien? Also die haben es ganz schön verkackt, würde ich mal sagen. Und ein besonderer Moment würde ich gerne noch einfügen. Das war eine Siegessäule, ich weiß noch, eine Demonstration. Es hat sogar stark geregnet und wir haben trotzdem getrommelt und getanzt. Und das war so ein einfach unbeschreibliches Moment. Ich glaube, ich weiß, welchen Moment du meinst. Danke dafür. Ja, das war cool. Da haben wir eine Demo gemacht. Sport für den Friede oder so haben wir das angekündigt. Wir haben gesagt, wir joggen jetzt um die Siegessäule. Und es hat so geregnet. Und wir haben aber gesungen und getanzt und viel Freude gehabt. Und die Polizisten mussten uns weiter bewachen und standen da voll im Regen, während wir total die Freude hatten. Das war echt ein schöner Moment. Ja. Danke dir und gute Fahrt. Danke dir. Ja. Ja, alles Gute.